Das Ding wird fortgesetzt 2014. Wir springen in die Zukunft. Etwas anders strukturiert, aber im Grunde ähnlich. Das heißt dann Global Public Goods und Challenges mit dem Bereich Klimawandel, Umweltschutz, Migration. Und worauf ich noch eingehen möchte, ist Civil Society Organizations and Local Authorities, wie bisher. Also Zivilgesellschaft in den Ländern und hier plus lokale Autoritäten. So, und jetzt kommt etwas Neues und da sollten Sie drauf aufpassen. Wissen Sie, was der strukturierte Dialog ist? Noch nie gehört. Arbeiten Sie überhaupt in der Entwicklungspolitik? Eher weniger. Also merken Sie sich das mal vielleicht für Hessen. Kann man jetzt runterbrechen. Der strukturierte Dialog ist der Versuch, mit Akteuren nicht wahllos zu kommunizieren, sondern auf allen Ebenen in einen strukturierten, organisierten, verbundenen Austausch zu treten. Also, alle Menschenrechtsorganisationen verbinden sich auf europäischer Ebene und agieren mit der Kommission. Brechen wir das mal runter auf Hessen. Versuchen Sie, ein hessisches Netzwerk von Einrichtungen zu binden, von Netzwerken, die mit den Themen heute Migration, wenn man das so zusammenbringen kann, ja, wenn Sie nur zu Migration arbeiten, Sie sind ja ein bisschen weiter vielleicht, Sozial, Integration und Menschenrechtsfragen vielleicht. Versuchen Sie, sich zu verbinden, ein informelles Netzwerk aufzubauen. Wir haben das in München vorgeschlagen. Die Münchner Szene ist ein bisschen größer. Die haben das dankend aufgenommen, haben über Yahoo Groups oder über einen internen Verteiler ein informelles Netzwerk gegründet. Mit allen Akteuren, den großen und kleinen. Also die großen haben dann so ein bisschen gelächelt, als wir am Anfang darüber gesprochen haben. Ach, wir als Caritas und Diakonie brauchen, das ist ja lächerlich. Nicht, aber die sind, soweit wir das nachvollziehen können, relativ stark doch zusammengekommen, weil sie gemerkt haben, es geht nicht nur darum, in Konkurrenz zu stehen, sondern auch voneinander zu lernen und Informationen zu bekommen. Ja? Und die haben dann erreicht, dass zumindest ein Informationsfluss auch von oben, von der Landesregierung runter, ganz runter zu den NGOs erfolgt ist. Ist eine politische Sache auch. Ja? Also die Landtagsabgeordneten, die haben das sehr stark promotet. Das war sehr stark gewollt und es wurde gewünscht, vorgeschlagen und dann auch hat einer sich dafür eingesetzt. Aber vielleicht sollten Sie das mal überlegen, ob das für Hessen nicht ist. Es hat etwas mit diesem Thema strukturierter Dialog zu tun. Unstrukturierter Dialog war tatsächlich gestern. Ja? Also auch nicht nur jetzt europäisch. Ja? Da ist das und so. In der Entwicklungs-, Migrations-, alles, was Sie wollen. Bildungspolitik, soll das Zukunftsmodell sein. Ja? Nicht mehr wahllos, sondern strukturiert. Ja? Rangehen. Ob das nicht etwas ist, was vielleicht die Politik auch hier anstoßen kann, Migrationsträger getrennt vielleicht von Sozialträgern, getrennt von anderen, vielleicht drei Gruppen oder alle zusammen, die Sie heute hier sind und noch andere zusammenzubringen. Das ist ein Vorschlag, ich kann ihn nur Ihnen so geben, vielleicht können Sie da nachher noch was zu sagen, wenn wir diskutieren, aber es würde dem entgegenkommen, was Sie auf europäischer Ebene so und so machen sollen. Dazu, das können Sie sich auch für Ihre Arbeit hier merken, das ist ein Annex eigentlich auf die nationale Ebene runter, versuchen Sie immer einen verbindenden Ansatz. Ja? Also nicht mehr nur Sprachkurse, nicht mehr nur Bildung, nicht mehr nur sozial-medizinischer Dienst. Nein, die Kommission fährt einen absolut verbindenden Ansatz. Gesundheit, Bildung, Soziales gehört alles zusammen. Ja? Ein Mann, der Arbeit hat, ein Mensch ist gesünder. Der braucht gar keine Betreuung. Dazu habe ich eine Frage. Ja. Ich arbeite für eine Kommune als Integrationsbeauftragte. Ja. Das heißt, ich habe ein bisschen eine andere Perspektive als eine NGO. Und wir versuchen gerade weg von dieser Idee, kleine Projekte, die dann anfangen und ändern nur wenige Menschen erreichen, hin zu einer Veränderung der Strukturen, sprich Einrichtungen, Schule und Kitas an erster Stelle. Zwei Fragen. Der Ansatz ist genau das. In der Einrichtung sollen alle Mitglieder der Familie lesen, lernen und in allen verschiedenen Bereichen abgeholt werden und weitergebracht werden. Schule ist aber auch Bildung. Das heißt, ist es jetzt Aufgabe von Europa? Sie haben am Anfang gesagt, alles, was mit Bildung zu tun hat. Und die zweite Frage ist, kann man als Kommune bei der EU einen Antrag stellen für etwas, was mit
Ja, natürlich. Also, passt zu diesen. Ja, ich meine, hier bewegen Sie sich natürlich gerade außerhalb der EU, nicht? In Ländern, die Krisenländer sind, nicht? Das ist ja, also das andere ist dann eher in den Strukturfonds, wo wir am Anfang drüber gesprochen haben, über den ESF. Da kriegen Sie Personalstellen für so eine Einrichtung, weil die so also einen Gesamtansatz, ja, einen verbindenden Ansatz machen. Wenn Sie das vorschlagen da, ja, wenn Sie sagen, also die EU fährt schon in der Entwicklungspolitik und Migrationspolitik diesen verbindenden Ansatz, ja, der wird ja auch überall, das ist ja nichts Neues, ja, gefahren. Wir wollen das als kommunaler Träger auch in unseren Einrichtungen, also sprich Kindergarten, Crash, also Kita vorweg, Sprachkurse, Sozialdienste, Gesundheitsdienste, dieser umfassende Ansatz, dann sind Sie voll auf der Linie der EU damit. Ja. Also, aber das ist ESF bzw. EFRE, wenn Sie die Europäische Fonds für regionale Entwicklung, wenn Sie die Gebäudeteile und die Innenausstattung und sowas als Kommune finanziert haben wollen. Ne. Aber orientieren Sie sich an diesen neuen Themen. Verharren Sie nicht, Sie machen es ja genau, wir suchen neue Konzepte. Verharren Sie nicht in dem, was Sie kennen seit 10 Jahren. Entwickeln Sie sich weiter als Einrichtung. Das ist ein Appell. Ja. Soll heute eigentlich auch als Motivationstraining für Sie sein, aber ein Appell, an Innovationen zu denken. Versuchen Sie, aus Strukturen raus, kann ja erstmal nur für den Antrag sein. Ja. Sie können da ja, wenn Sie dann die Bescheinigung haben, oh Gott, wir kriegen jetzt die Förderung, können Sie ja das immer noch tatsächlich implementieren. Ja. Aber indem Sie diese Ansätze, Inklusion, verbindende Ansatz fahren, kommen Sie halt da überhaupt nur dahin, dass Sie innovativ Ansätze machen. Ne? Ja. Ich habe aber nicht gemerkt, dass wir noch bei den dritten Programmen waren. Ja, aber können Sie ja, wenn Sie sagen, gut, Sie können ja auch sagen, wir machen das mit einer Kommune in Afghanistan. Ja? Wir zeigen Ihnen Ansätze gemeinsam, wie das ist und Sie machen gemeinsam. Dass ich das durchsetze bei meiner Kommune, aber ja. Genau, Städtepartnerschaften ist ja ein erster guter, aber das läuft natürlich auf einer thematisch anderen Ebene. Städtepartnerschaften kennen Sie vielleicht, da agieren zwei europäische, gibt es auch international, aber zwei europäische Städte zusammen und tauschen sich aus, da reisen die Leute hin und her und arbeiten gemeinsam an einem Thema, meistens ein bisschen kulturell und also mehr so verbindend, nicht mehr diskutiert miteinander. Das Programm, wo Frau Lochbieler den Bericht im Parlament zugeschrieben hat, das Menschenrechtsinstrument EDHR. Ja, das ist natürlich ein ganz tolles Programm, wenn man mit Menschenrechtsprojekten zu tun hat. Haben Sie das überhaupt? Ist da von Ihrer Seite, Sie sind mehr auf lokaler Ebene zuständig. Da sind auch wenig Programmteile drin, wo Sie etwas finden könnten. Den Entwicklungsfonds ähnlich, das Instrument für Stability haben wir eben erwähnt. Ein Wort noch zu ECHO, damit Sie mal sehen, wie Akteure in Krisengebieten agieren. Also wenn Sie hören, dass es eine Hungerkatastrophe ist, reagiert die Kommission auch, ECHO, und die gehen dann hin und beauftragen lokale Akteure vor Ort für Medikamente, für Lieferungen von Zelten und medizinische Betreuung, egal was. Also das kann recht weit gehen, auch psychologische Betreuung, aber dafür muss man bei der Kommission akkreditiert sein. Ab 2014 wird es, wie gesagt, dieses Partnerschaftsinstrument geben, also wo man versucht, die Beschleunigung der Globalisierung in diesen Transformationsländern mehr so auf eine wirtschaftliche Basis aufzubauen. Wie kann man mit denen zusammenarbeiten? Wie können hochgebildete Akademiker aus den Ländern für den europäischen Markt zur Verfügung stehen? Ja? Aber das wird sich erst noch zeigen, wie konkret da Ausschreibungen sind. Noch kurz was zum Zeitplan. Also 2014 geht das los, egal was Sie jetzt machen, Strukturfonds, egal welches Projekt. Am 01.01.2014 kommen die neuen Sachen. Die alten laufen halt 2013 plus 2 Jahre im Maximum. Also 2015 plus Abrechnung. Sie sind halt mit der alten Programmgeneration noch bis 2015 halb beschäftigt. Und danach kommt die neue. Wenn Sie da in das Verfahren eingreifen wollen, ist fast schon ein bisschen spät. Also die Akteure haben in Brüssel das jetzt alles schon gemacht. Wenn sie Vorschläge an die Abgeordneten schreiben wollen, für viele Sachen ist das schon zu spät. Aber sie sind vielleicht auch irgendwie vertreten auf Landes- oder europäischer Ebene. So, schauen wir uns mal an. Jetzt kommt der Teil, konkrete Teil. Wie plane ich und beantrage ich denn an EU-Fördermittel? Also es gibt drei Arten von
Antragsarten, die Aufruf zur Einreichung von Vorschlägen, das nennen wir Call for Proposals. Sie schreiben einen Antrag, Sie schreiben Text, das sind Fragen und Sie formulieren Texte. Der ganze ESF ist so aufgebaut, das ganze Programm lebenslanges Lernen. Ja? Sie schreiben 30, 40 Seiten Texte voll in einem Antragsformular, Call for Proposals. Sie geben den Input, die Themen vor. Das zweite sind der Aufruf zur Einreichung eines Angebots, sogenannte Call for Tender, ja, für konkrete öffentliche Ausschreibungen. Das ist zum Beispiel in diesen Ländern, Beitrittsländern. Da sollen Sie als Experten dann hingehen. Ein Tender, das heißt, Sie geben ein Angebot ab für ein bestehendes Programm, ein nationales europäisches Programm. Sie gehen als Experte, Migrationsexperte, Gesundheitsexperte, Antirassismus-Experte, was auch immer, Menschenrechtsexperte, in diese Länder und arbeiten da unter gewissen Voraussetzungen. Oder zu einem Unterauftrag als Experte. Ja. Und das dritte ist der Aufruf zur Interessenbekundung, Call for Expression of Interest. Da will die Kommission eigentlich nur wissen, welche Träger mal so Lust haben, sich an der Ausschreibung zu beteiligen. Dann sind sie auf einer Liste und sagen, die Kommune X, die hat schon gute Projekte gemacht, ich setze mich da mal drauf, zum Beispiel Sie, ja, gehen dahin und sehen einen Aufruf zu irgendwas und dann sagen sie, ja, okay, dann werden sie informiert, wenn zu dem Thema was kommt. Ja, da muss man aber schon relativ speziell suchen. So, jetzt zeige ich Ihnen mal die drei wichtigsten Seiten für Ausschreibungen. Diese ganzen Seiten werden veröffentlicht, also diese ganzen Arten von Aufrufen, alles, wofür wir heute gesprochen haben, auf ganz vielen verschiedenen Seiten. Das ist völlig konfus und wenn man sich damit eigentlich täglich beschäftigt, haben Sie keine Chance, das nachzuvollziehen. Aber es gibt ein paar Seiten, die das Wichtigste abdecken. Das ist erstmal das Amtsblatt der EU. Ja? Sie haben für jedes Jahr, für jeden Tag sowohl legislative Entscheidungen, braucht man sich nicht drum zu kümmern, ne? Also Verordnungen, irgendwas, was die veröffentlicht, und C, Mitteilungen und Bekanntmachungen. Das ist die zum Beispiel von heute. 2278, gucken wir mal, ob es eine Ausschreibung gibt. Ne, da ist nichts bei. Gehen wir mal einen Tag zurück. Da gehen Sie eigentlich, Sie sehen, bei mir ist das gucke ich mir gar nicht an, ich gucke mir nur das hier an. Sie gehen dann, scrollen das runter. Ah, aber ich möchte eigentlich, wir können auch das nehmen. Unter Bekanntmachungen steht dann Europäische Kommission, Aufforderung zur Einreichung von Vorschlägen zum Arbeitsprogramm des 7. EG-Rahmenprogramms für Forschung und Entwicklung. Ja, dann gehen Sie da drauf und finden die spezifische Ausschreibung. Das könnte jetzt auch das Kulturprogramm sein oder jedes andere Programm. Ja. Dann finden Sie eine PDF-Datei, wo die Ausschreibung vorgestellt wird, der Titel, hier haben Sie die Nummer, und dann werden Sie häufig verwiesen auf eine Seite, wo dann auf der Seite der Forschung hier, dann die Unterlagen stehen, also der Call, die Guidelines, das Antragsformular, alles Mögliche. Ja? Das ist das Amtsblatt C, da wird alles veröffentlicht, was in Europa relevant ist. Nur EU und nur Call for Proposals, also für Einreichen. Das zweite ist Amtsblatt S, das nennt sich TED. Tenders and Electronic Daily, da können Sie auf Geschäftsmöglichkeiten gehen. Diese Links kriegen Sie von mir über das Büro. Wir werden da eine Präsentation und draußen habe ich ja die eine Liste. Alle einfach bitte eintragen mit E-Mail und alle, die da draußen kriegen das dann von mir weitergeleitet. Mit seiner E-Mail-Adresse, dass alle Detailfragen noch bei Herrn Sieger.